Name ist Max. I'm Peter, I think Christopher. Moritz Stocker. I'm Alan Saracevic. Mein Name ist Clara Schüssler. Mein Name ist Stefan Heinrich Gottfried. Mein Name ist Emma Zweitmann. Julia. Ich heiße Lea Obermann. Ich heiße Simone. Ich heiße Caroline Billig. Mein Name ist Ikogu Charles Chiri. Hallo, as Havanama. Ich heiße Görg Sutaska. Hier ist Anna Hitbadalianne. Mein Name ist Richard Zenger. Valentina. Mein Name ist Lorenz Gröbacher. Mich heiße Katerina Zanardi. Mein Name ist Maximus Stemberger. Mein Name ist Anton. Ich kann auch keine Masseiri nochmal nicht gehen. Mein Name ist Bushraya. Mich heiße Simone. Ich bin Emanuel Sevin. Ich bin Mohammed. Und ich bin Gruden. Elisa. Pretirani del, recimo, tega spora, ne, ki pride do ekstremizmov in tudi do smrtnih žrtev. È un conflitto ideologico. Perang adalah situasi di mana dua pihak atau lebih memiliki konflik, entah itu psychological atau physical. Krieg ist für mich einfach eine schlimme Zeit. Es ist eine Zeit, in der es viel Angst, Wut und Verwirrung gibt. Und Krieg ist für jeden schlecht, egal für wen. War is a physical battle between two or more parties, countries, or a group of nations about a conflict. Vojna je nepotreben konflikt, ko nad racionalnostjo prevlada jeza. Zwei oder mehrere Parteien sich nicht einig sind in einer Sache und diese Sache dann nicht ganz korrekt lösen, auch mit Krieg, mit Toten oder auch nur durch ökonomische Sperren. E l'incapacità dell'uomo nel relazionarsi con gli altri. Mere liye war kisi bhi mulk ke ilaqe mein kaisi situation hai jahan khushhali ki zindagi nahi guzar sakte aur ye is baat ki alamat hai. Wo ilaqa mentally aur physically tanav ka shikar hai. War is a state of an armed conflict between nations, society, group, political parties, which is characterized by extreme violence, destruction, aggression, normally aided by regular or irregular military forces. Secondo me la guerra è un brusco conflitto tra persone con ideali e obiettivi diversi. War is a lose-lose situation for me because both sides have casualties. 力によって解決しようと、力によって得ようとすることによって、多くの人を悲しみにさせたり、不安にさせたり、そして大切な文化や自然を破壊してしまう行為であると考えています。Krieg ist eine Sache, die die Möglichkeiten und Leben unschuldiger Menschen zerstört. War is just absence of peace. Krieg bringt sehr viel Zerstörung, viele Menschen sterben. Es ist
von einer Menschengruppe auf eine andere Menschengruppe und... War, in my opinion, is a worldwide conflict for power, money, etc. Krieg ist ein Konflikt, der entsteht, wenn verschiedene Gruppen sich nicht einigen oder eine Lösung finden können. Krieg ist eine brutale Lösung für Probleme. Dies kann funktionieren, aber nur unter der Bedingung von dem Verlust von anderen. La pace è importante perché procura uno stato di benessere. È l'unica condizione che ci permette di far valere i nostri diritti e i nostri doveri. La pace è importante per una migliore convivenza tra i due popoli o i più popoli che sono in conflitto. السلام بيوفر الاستقرار والنظام السليم للمجتمع. السلام بنقدر ان احنا ننهي الصراعات وننهي النزاعات والحروب ونقدر ان احنا نبني مجتمع متكامل مبني على السلام من غير اي حروب ومن غير اي نزاعات. بدون السلام العالم هينهار وهنرجع للعصور القديمه. Խաղաղությունը կարևոր է ինչ որ նոր բան ստեղծելու, ինչ որ նոր բան նախաձեռնելու եւ ինչ որ նոր բան կյանքի կոչելու համար. Խաղաղությունը կարևոր է, որովհետև ցանկացած երեխա արժանի է անհոգ վազելու բակում, անհոգ խաղալու առանց վախենալու որևէ մեկից կամ որևէ բանից. Խաղաղությունը կարևոր է, որովհետև ամենագեղեցիկ գաղափարները պետք է ծնվեն, քննարկվեն եւ լսվեն խաղաղ միջավայրում. Խաղաղությունը կարևոր է, որպեսզի աշխարհը դառնա ավելի գեղեցիկ վայր. Einfach damit sich Menschen so auf die Straße trauen können und damit jetzt nicht man immer Angst haben muss, dass man irgendwie erschossen wird oder so. Und damit man halt gut miteinander auskommt. Ich glaube, dass Frieden sehr wichtig ist, weil wenn immer nur Krieg wäre, dann würde man glauben, dass es nur die Realität gibt und dass es eigentlich keinen Frieden gibt. Und man könnte auch die Sachen, die man im Krieg nicht machen kann. Krieg bringt sich nicht viel, weil man es früher oder später sowieso lösen muss. Und deswegen sollte man sich gleich normal auf etwas einigen, ohne gleich gegeneinander zu kämpfen. Let's make peace. So, let's make peace.